Servus und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, vor ein paar Tagen hat jemand in meine Kommentare geschrieben, dass ich mal ein Spendvideo drehen soll. Und das habe ich getan. Ich habe euch mal einen kleinen Einblick in meinen Spind gezeigt. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Das ist mein Spind jetzt mal so im gesamten Bild. Ich habe hier oben noch ein paar Sachen. Den Eimer, womit ihr mal Heu zur Koppel bringe. Dann sind hier normalerweise Schabracken drin, aber da habe ich jetzt gerade keine am Stall. Die sind alle zu Hause. Bild, der mega dreckig ist. Hier habe ich noch ein paar Bilder hängen. Da unten ist auch noch eins. Ja, das ist meine eine Wand. Hier einmal ganz viele Leckerlis drin. Da sind auch noch hinten ganz welche. Hier habe ich eine Schüssel von Soul Wars. Da habe ich so ein paar Gemischte drin und da steht Verwöhnt drauf. Richtig schön. Dann habe ich hier in dem Fach meinen Helm und da hinten sind noch ganz viele Handschuhe drin. Ja, das ist so in dem Ladekabel, Scheren, Müllbeutel und so, noch eine Wasserflasche, Masken, auch ganz wichtig. Ja, Gummibärchen, wie gesagt, das ist so mein Fach. Hier ist nur meine Weste und meine alten Chaps drin, die ich ja jetzt nicht mehr brauche, weil ich nur einen Stiefel habe. Bandagen drin. Dann habe ich hier so einen Getränkehalter, weil wir manchmal Fassbrause am Stall haben und ja, aber im Moment ist die leer. Dann habe ich hier hinten, da ist so Regenschirm und so drin für Schrecktraining. Hier habe ich noch so einen Leckerli-Beutel, eine Mütze für mich. Ja, immer mal so das, was man vergessen kann und noch Bandagierunterlagen. Dann habe ich hier in dem Fach noch Gamaschen und Ersatzglocken. Die sind da unten noch irgendwo drin. Dann hier in dem Fach habe ich meine ganzen Fliegenmützen drin. Hier in dem Fach noch einmal eine Kiste mit Ersatzlederzeug und Putzsachen. Und hier drüben sind Schwämme und so für die Lederpflege. Golddecken zum Ausreiten und so. Und hier ist noch so eine Satteldecke, wenn ich im Sommer ohne Sattel reite. Und hier ist meine Putzkiste von Unicorns noch drin. Hier in dem Fach habe ich meine ganzen Pflegeprodukte drin, meine Stallapotheke. Dann hier ist noch der Gelenkzusatz für Fontana, den sie im Moment zum Futter bekommt. Und noch ein paar Futtersachen und hier noch diese Lecksteine. Da habe ich auch noch zwei Stück von. Und ja. Dann kommen wir in der Reihe zu meinem größten Fach. Und zwar habe ich hier neben meine ganzen Gärten drin. Hier ist ein Knotenhalfter noch, dann habe ich hier noch Halfter. Hier ist noch Ersatzstricke, dann habe ich hier meine ganzen selbstgemachten Halfter hängen. Das ist ja mein neuestes hier mit den, mit dieser Umflechten. Da habe ich aber kein Video zu gemacht. Das habe ich einfach nur mal so ausprobiert. Hat sogar relativ gut funktioniert. Finde ich auch, ist richtig schön geworden. Dann habe ich hier noch ein Sternchen und meine beiden Eskadron-Halfter. Dann habe ich hier an der Wandseite einmal meinen Kappzaum, noch ein Ersatz. Trense, meine normale Trense, noch ein paar Stricke, also Führkette, meine Halsringe, meine Longe, hier hängt meine Kurzlonge noch, dann habe ich hier noch meine selbstgemachten Zügel. Ja, und das war's jetzt eigentlich von meinem. Ja, wie gesagt, da oben habe ich auch noch so ein paar Sachen stehen. Dann habe ich hier neben noch in meiner Box, habe ich auch noch so Koppelhalfter, hier ein Gamaschen und Glocken drin, die ich immer jeden Tag benutze eigentlich. Meine Kiste, wo meine Decken und so drin sind. Ja. Dann hier außen an meinem Spind habe ich noch ein paar Bilder hängen und einen Haken und auf der anderen Seite auch noch. Hier hängen auch noch ganz viele Bilder und ein Hufeisen. Ja, und das hier ist das Halfter, was ich im Moment auf der Koppel anziehe. Und dann habe ich hier auch noch einen Hufkratzer hängen. Für die Leute, die sich fragen, wo mein Sattel hängt. Mein Sattel hängt hier in der Sattelkammer. Ja, ich hoffe, dass der kleine Einblick in meinen Spind euch gefallen hat. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ich vielleicht noch verbessern könnte oder was ich noch umräumen könnte, dass ich eine bessere Ordnung in meinem Spind habe. Ich würde mich freuen. Und ja, wie immer könnt ihr gerne eure Verbesserungsvorschläge, Videovorschläge, Tipps und Tricks in die Kommentare schreiben. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über dein Abo würde ich mich mega freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!